herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin Christina Kay, deine Expertin für kreative Fotografie. Heute sprechen wir mal zusammen über das Thema Selbstporträts. Und zwar zeige ich dir heute insgesamt 3 Selbstporträts von mir und zeige dir ein paar Tipps und Tricks, auf was man so achten kann bei solchen Ideen. Und vor allem gebe ich dir wertvolle Insights als wahre Expertin für Selbstporträts, auf was auch du achten solltest bei deinem nächsten Shooting mit dir selbst. Lass uns direkt loslegen. Bei der ersten Idee von einem tollen Selbstporträt habe ich mich mit einer sehr, sehr coolen Retro-Kamera in Szene gesetzt und das ganze Foto wurde aufgenommen bei natürlichem Tageslicht vor noch nicht mal einem Monat. Und was jetzt hier ganz gewiss direkt ins Bild eben fällt, ist die Kamera vor meinem Gesicht. Und diese Kamera verdeckt quasi meine Gesichtshälfte, also eine Hälfte von meinem Gesicht. Und das macht dieses Selbstporträt richtig, richtig spannend. Da zeige ich dir später auch nochmal eine andere Version. Und das ist jetzt schon mal mein erster Tipp an dieser Stelle. Verdecke bei Selbstporträts ruhig auch mal eine Hälfte von deinem Gesicht, denn so bringst du viel, viel mehr Spannung in das ganze Bild und das Ganze wirkt so geheimnisvoll, ein bisschen mystisch und einfach insgesamt interessanter, wie wenn man immer nur das ganze Gesicht sieht, ne? Also probier das nächste Mal unbedingt aus und arbeite auch hier mit Farben, weil wie du siehst, habe ich hier einen quietschgelben Mantel an. Das war natürlich kein Zufall. Ich dachte mir nämlich, okay, mit meinen roten Lippen, diesem gelben quietschgelben Mantel und den grünen Blättern im Background entsteht so richtig ein schönes Selbstporträt mit vielen Farben und so richtig schön herbstlich und bunt. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dir unten nochmal das Video verlinkt mit den Modetipps, auf was man ja achten sollte. Also Location und die Kleiderwahl spielt hier eine ganz große Rolle. Und ja, das musst du das nächste Mal, nein, du musst es nicht, das ist immer so ein hartes Wort, du solltest es beachten das nächste Mal. Lass uns doch mal jetzt direkt über das zweite Selbstporträt quatschen. Und ja, das ist vor gut einem Jahr entstanden. Du siehst hier eine wunderbare Levitation. Und können wir mal ganz kurz drüber reden, wirklich, wie ketastisch dieses Foto ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen an dieser Stelle, das ist eins von meinen allerliebsten Selbstporträts, weil es wirkt so, so cool mit den Spielkarten, dann eben mit diesem Schwebeeffekt, also Levitationseffekt und mit den Haaren, also das ist eine Perücke, by the way. Und ja, also ich mag dieses ganze Gesamtbild, die Nachbearbeitung finde ich auch richtig geil, muss ich jetzt echt mal sagen an dieser Stelle, da passt einfach alles. Und ich liebe halt so diese ganze Mut von diesem Selbstporträt, sehr, sehr mystisch, wie aus so einem coolen Film. Und ja, vielleicht erkennst du so ein bisschen, von was für einem Film ich mich tatsächlich habe inspirieren lassen für dieses Selbstporträt. Hast du eine Idee? Schreib mir deine Idee gerne mal drunter. Und wir kommen direkt zur nächsten Selbstporträt-Idee. Genau, meine erste Idee habe ich ja schon angesprochen, war so ein bisschen mystisch auch, geheimnisvoll, weil ich ja so diese Kamera direkt vor meine Gesichtshälfte gehalten habe. Und bei diesem Selbstporträt mit diesem Blatt haben wir wieder die gleiche Situation. Also ich verdecke eine Hälfte von meinem Gesicht und dadurch wirkt es eben richtig spannend und einfach cool. Und mit dem Blatt und dem ganzen Farben, der Nachbearbeitung und so weiter, wirkt dieses Selbstporträt richtig herbstlich, also perfekt für jetzt. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie planst, okay, ich möchte mich mal wieder selbst in Szene setzen und ablichten, probier es doch mal mit so einem Blatt. Das wirkt wirklich richtig cool. Vor allem muss man jetzt mal sagen, lustig, wie sich's anhört, die Natur bietet dir ganz, ganz viele Blätter an. Da kannst du wirklich aussuchen zwischen richtig vielen, also Ahornblättern, keine Ahnung, von Eichen und so weiter. Kannst du dir mal da so schauen, was dir gefällt von der Blattform. Und
was dann auch von der Farbe zu deinen schon vorhandenen Outfits passen würde. Weil du erinnerst dich, die Farben sind ganz wichtig, die Wahl der Location. Man kann im Nachhinein auch immer noch das Blatt zum Beispiel farblich abändern, aber ich bin halt ein Freund, wenn man alles gleich so on Location perfekt macht. Und ja, das waren jetzt so meine drei Lieblings-Selbstporträts, kann man so sagen. Beziehungsweise eher drei Ideen, die jetzt im Herbst richtig cool sind als Selbstporträt. Und mich würde jetzt mal interessieren, welche Idee hat dir am besten gefallen? Schreib es mir gerne unten ins Kommentarfeld. Und hast du dich schon mal selbst abgelichtet? Wenn nicht, solltest du jetzt hiermit wirklich coole Ideen bekommen haben. Mach doch die Ideen gerne nach. Tagge mich auf Instagram. Nutze den Hashtag ChristinaK. Und ich stalke dich und gebe dir gern Feedback zu deinem Selbstporträt. Richtig cool. Ich bin richtig gespannt, wer so sich traut, die Ideen nachzumachen. Ich meine zum Beispiel heute hier in Berlin ist das Wetter wieder mega und richtig perfekt für Selbstporträts. Egal ob Indoor oder Outdoor. Du siehst, also ich bin jetzt hier im Schlafzimmer und das Licht ist hier so richtig cool. Das ist eben im Herbst, da steht dann die Sonne ein bisschen tiefer und bietet dir halt das perfekte natürliche Licht an. Wenn du dir jetzt denkst, okay, richtig coole Ideen, ich hätte gern ein paar mehr Ideen von Christina, dann check mich doch mal auf Amazon aus. Da biete ich aktuell 2 Bücher an zu dem Thema Selbstporträts und zum Thema Fotos alleine machen. Schau da doch gerne mal vorbei und gönn dir eine volle Ladung an meinen Tipps. In den Büchern findest du nämlich noch weitere wertvolle Tipps zum Thema Selbstporträts und vor allem jede Menge Bildbeispiele mit den EXIF-Daten. Also wenn du jetzt gerade am Anfang stehst mit der Fotografie, mit der Selbstporträt-Fotografie, dann lege ich dir meine Bücher ans Herz, denn du findest dort wertvolles Wissen und zum Beispiel auch die EXIF-Daten, die helfen dir richtig weiter, wenn du siehst, okay, mit was für Brennweiten arbeitet Christina, was für Blendenzahlen nimmt sie immer und was sind denn noch ihre geheimen Tricks zum Thema Selbstporträts? Schau dich gerne mal um, ich habe dir unten beide Bücher verlinkt und jetzt verabschiede ich mich auch heute schon wieder und wir sehen uns am Montag. Lass unbedingt ein Like da, wenn dir das Video gefällt und abonniere mich. Nicht vergessen und am besten schaltest du noch die Glocke an. Du hast ganz, ganz viel zu tun, ich weiß. Aber es lohnt sich, denn wenn du die Glocke anschaltest, wirst du immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Am Rande bemerkt, ich habe all meine Selbstporträts und auch all meine Porträts, die ich irgendwie auf Social Media teile, generell alle Fotos, weil ich bin ein bisschen faul, was das angeht, die habe ich alle, also ich bearbeite alle Fotos mit meinen eigenen Lightroom Presets und wenn du jetzt denkst, möchte ich auch haben, richtig geile Farben, Christina, gib mal bitte. Das kannst du auch alles haben, denn ich biete meine Lightroom Presets zum Kauf an. Du findest die Deluxe Edition unten verlinkt, gönn sie dir, investiere in deine Fotos und gönn dir meine mega Farblooks. Und jetzt blende ich dir direkt mal ein paar coole Fotos ein von Kunden, die meine Presets schon benutzen. Los geht's! Mega Fotos oder richtig geile Farben, sieht einfach mega K-tastisch aus. Du weißt jetzt, wo du die Lightroom Presets findest. Ich habe sie dir, wie gesagt, unten verlinkt. Gönn dir endlich meine Farblooks, mach endlich mehr aus deinen Fotos und investiere in deine Arbeit und lass dir endlich mal ein bisschen Zeit sparen. So wie ich auch, weil ich gehe da als nicht mehr hin und überlege, okay, wie mache ich hier die Farben, was könnte man da machen? Ich bin ganz ehrlich, weil das spart so viel Zeit und Nerven. Weil wenn man so mit der Zeit hat, will man ja eh immer so, also ich persönlich so habe eben schon so meinen Stil. Ich liebe warme Farben und so weiter. Und hau da einfach immer so meine Lightroom Presets drauf. Passt die so ein bisschen an. Manchmal nutze ich auch tatsächlich 2 Lightroom Presets auf einem Foto. Sieht auch ganz cool aus, kann man auch mal machen. Und habe da halt wirklich enorm an Arbeitersparnis und Zeitersparnis. Und ja, man kann auch immer so herumexperimentieren, aber wenn man einfach zum Beispiel von einem Shooting gern schnell viele coole Fotos professionell nachbearbeiten möchte, nutze ich einfach Lightroom Presets. Auch mitunter, weil später dann die Fotos alle so den gleichen Bildlook haben, gerade gut, wenn man eine Serie bearbeitet,
Oder eben halt eine Serie auch ans Hessporträt ist richtig praktisch. Und auch richtig cool, wenn man so ein bisschen auf den Instagram-Feed achtet, wenn man da so ein bisschen Harmonie reinbringen möchte. Richtig coole Ideen. Ja, du weißt, wo du sie findest. Schau unten mal vorbei. Jetzt lass uns mal zusammen schauen, was heute zusammengefasst alle Tipps waren aus diesem Video. Ich habe nämlich etwas vorbereitet, weil ja, du weißt, Wiederholung ist the key. Muss man an dieser Stelle sagen. Mega genial. Richtig cool. Also, los geht's. Schnattern zu und Wiederholung an. Ich bin richtig gespannt, wie dir das heutige Video gefallen hat. Ja, jetzt schön mit Öl. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und warte noch kurz, wir müssen noch ganz kurz was klären. Auf was für einem Kanal befinden wir uns gerade nochmal? The Key zur kreativeren Fotografie. Da hast du es mal wieder gehört. Nicht vergessen, The Key zur kreativeren Fotografie. Bis zum nächsten Mal. Tschö, deine Christina. Kreativer Freak. Wuhu. Ciao.